So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines FDL-Let's Plays. Ich habe zwar ein bisschen Halsschmerzen, aber das soll mich nicht daran hindern, natürlich eine Aufnahme zu machen. Mal sehen, wie wir fliegen. Mal sehen. Ich schau mal, was der Shop so anzubieten hat. Naja, hat alles, was man sich vorstellen kann. Mal sehen. Oh, sie wird. Meine Kuh wird vollständig geheilt, wenn sie teleportieren. Hört sich sehr gut an. Nehme ich. Verkaufe ich den jetzt? Könnte vielleicht wichtig sein. Man weiß es nicht. Für okay. So, Seiltrustenfalle. Wir haben keine Zeit, es zu bleiben. Alles klar. Oh! Oh, das ist nicht gut. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Das ist gar nicht gut. Wir müssen von hier oben rum. Oh, nein. Der Sprung geht noch, aber dann muss ich hier einmal in den Rebellen... in die Rebellenflotte reinspringen. So, was machen wir? Der hat keine Drohnen, also Hacker-Drohnen hier drauf. So, Ionen hier drauf, Ionenwaffe hier drauf. Und beides andere auf die Waffen natürlich. ASB Target Locked? Was heißt das? Das kenne ich ja gar nicht. RSB. Ja. Danger. ASB, so. Heckraum ist kaputt. Oh. Das ist wichtiger. Der darf auf jeden Fall nicht beschädigt sein. Ich muss jetzt gleich weg. Jetzt muss ich weg. Puh. Ein unbewaffnetes Sultan-Transportschiff macht langsam seinen Weg durch das System. Sie grüßen uns. Das ist ein Sultan-Friedens-Irgendwas. Wir haben keine Waffen oder Schilde und bitten um Gnade. Nee, wir bitten darum, dass ihr unsere Nachricht verbreitet oder so. Angreifen, hier ist ein Out. Sie fahren fort. Ach, sie reden über Frieden und Harmonie und... Oh,
sie sollen, alle sollen ihre Waffen ablegen und so. Wir sollen das Wort verbreiten. Jenen zu jenen, die es nicht vernehmen können oder so. Jetzt haben wir eine Quest. Meinetwegen, wir müssen erstmal unseren Heckraum reparieren. Und den Raum auch. Löcher im Raumschiff kann ich nicht lernen. Da muss ich hin. Oh, ein automatisches Rebellen. Fort Irchen. Erkundungsschiff, so. Hey. Ja, meine Ionenwaffe hat die Drohne ausgeschaltet. Ich stelle die Musik mal ein ganz bisschen leiser. So, dann kann man mich, glaube ich, besser verstehen. Weiter geht's. Damit kann er nicht viel anfangen. Hier beschädige dann. Kann er sich so gut wie nicht mehr bewegen. Ich könnte auch so machen. Genau, machen wir den Raum kaputt. So, du kannst wieder rüber. Vier Punkte hat er noch. Dürfte kein Problem sein. Genau so. So, weiter geht's. Hier sind zwei Hilfegesuche. Aber ich will auch gucken, was bei der Quest ist. Ein Sultan-Militärraumschiff macht ein Kampftraining. Naja. Macht ihr mal. So.
Ja, die haben mich einfach mal so in die Rebellenfalle gelockt. Grüßen? Angriff. What? Oh, die haben eine Drohne hingeschickt. Gefährlich, gefährlich. Oh. Mein Klonraum ist kaputt. Aber wir dürfen die Männer überleben. Ja. Oh, das war nicht so gut. Wie gehen wir denn dagegen vor? Erstmal musst du den wieder reparieren hier. Oh, ich muss auch noch schießen. So, jetzt gehen wir hier. Sehr schön. Ist die Drohne schon mal weg. Versuchen zu entkommen. Bitte kill uns nicht. Töte uns nicht. So, wir haben viel Treibstoff und ein bisschen Scrap. Ach komm, stirb. Ich kann hier den beamen. Hier hin. Oh, ich kann nicht mein eigenes Schiff beamen. Schade. Dann nicht. Jo. Nett, nett. Spectre ist fast tot. Das ist nicht so gut. Nichts als Statik zu vernehmen. Ein Plasmasturm und ein Rebellen-Erkundungsraumschiff. Einen dicken Laser, vermute ich mal. So, wir haben fast nichts an. Sehr schön. Ah, kann jetzt mal eine Bombe hier rein. Oh!
Das ist sehr gut. Jetzt teleportieren. Das kann ich jetzt nicht ausschalten. Jetzt kann ich es ausschalten. Jo, komplett geheilt. Sehr gut. Sehr gut. Oh, Spectre ist fast tot. Ist ja nicht so schön. Jetzt haben sie drei Schilder angemacht. Ah, also den hier aushaben. Hm. Das ist nicht gut, wenn er stirbt. Was mache ich jetzt? Wo ist sie denn? Oh, meine Schilder. Dann muss ich wohl noch mal teleportieren. Mit unserem Spectre hier. Oh. Stieb jetzt nicht weg. Nein! Das schnell noch. Nein! Zum Glück habe ich ihn angemacht. Die Flacke oder so. Meine Güte, das dauert jetzt aber lange. So, Energie. Drei Energie. Versuchen wir mal den. Thank you.
denn kommen. Geben auf. So, das ist kaputt. Macht nichts. Hoffe ich. So, jetzt brauchen wir nur noch Energie kaufen. Ja, hier können wir auch noch hin. Ah, zum Glück kein Plasmasturm. Dafür ein automatisch gesteuertes Rebellenschiff, welches sich auch tarnen kann. Oh, ich bin fast tot. Schade. Sieht nicht gut aus, sieht nicht gut aus. Ja, den brauche ich jetzt nicht, aber trotzdem immer blöd, wenn man beschädigte Räume hat. Noch zwei Sprünge machen. Dann wird es halt eine wenig längere Folge. Direkt in einen Plasmasturm springe ich rein. Ja. Wir können manuell nach Wrackteilen und Überlebenden suchen. Nach Ausrüstung. Oder dem ganzen Kram entgehen und wegfliegen. Ich suche. Ja. Eine Ionenbombe und 57 Schrottteile. Wunderbar. Dann springen wir hier rein. Ja. Was? Ich drücke einfach mal. Oh. Ein Healing Burst. Kann ich dann auf meine eigenen Räume anwenden und dann werden die geheilt. Interessant, aber... Fliegen wir zum Ausgang.
So, hier ist nichts außer der Sprungpunkt zum nächsten Sektor. Sultan oder Zivilsektor? Ich springe mal zum Zivilsektor. Willkommen im neuen Sektor. Oh, ein Laden. Den Miner. Eine Raumstation. 80 kostet mich das, wenn ich alles reparieren möchte. Ja, dann müssen wir mal ein bisschen was verkaufen. Die brauche ich nicht. Und die möchte ich auch nicht haben. Das ist natürlich geil, hier ein Sultanschild. Eine Bypass. Ich kann durch Sultanschilde durchkommen. Dann sag ich mal, bis zur nächsten Folge. Ciao!